was bisher geschah bei Until Dead. Festhalten! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Loyalität. 7 Stunden bis zum Morgen. Oh fuck, so ein Fuck! Jessica! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jess! Jess! Oh nein, die arme Jessica. Ich sollte aber den Weg folgen. Es ist viel zu gefährlich. Ups. Das war so keine Absicht. Warum ist er eigentlich noch in Hose? Ich dachte, er wollte... Ja. Jess! Nein! Oh nein, ich sollte herumgehen. Die Jessica ist echt nichts wert, ne? Also das ist schon irgendwie ein bisschen gemein, ne? Ja, wir sind hier auf Sicherheit, ne? Sonst kommen wir vielleicht gar nicht an. Vielleicht geht's doch ein bisschen langsamer, Mike. Weiter, weiter! Ja, jetzt rennt er los. Ups. Man bleibt da vielleicht ohnmächtig liegen, das wäre lustig. Upsi. Ich sollte vielleicht doch die schlimmeren Wege nehmen, das wäre vielleicht lustiger gewesen. Nein. Mensch, der Mike, der hat's voll drauf. Er stirbt hier fast. Wir balancieren auf jeden Fall. Ich meine, irgendwie müssen wir auch sicher ankommen, ne? Wir haben schon genug Schmerz erlitten wegen der blöden Kuh. Dann wollte sie sich nicht mehr ausziehen. Wir sind jetzt sauer. Ja, nee, wir folgen dem Weg. Der ist ja wirklich schnell. Schneller geht's gar nicht. Sie schreit sogar noch. So, jetzt warten wir auf jeden Fall. Was gibt's denn beim Status-Update? Ich glaube, das ist jetzt alles so richtig schlecht. Warum sind wir witziger geworden? Und warum sind wir romantischer geworden? Und warum ist Josh gesunken? Fragen über Fragen. Warum ist Josh gesunken? Ich komme! Ich komme!
Ja, ist gut, ist gut. Ist gut, wir kommen. Wir sind schnell. Wir sind so schnell, wie wir können. Wie er sich Zeit lässt. Alles klar. Der hat die Ruhe weg, Mensch. Mike! Es ist... Sie ist schon still, ne? Ich glaube, wir haben gerade... Nee, sie ist doch nicht still. Jessica! Ich hätte jetzt gedacht, wir haben unseren ersten Tod jetzt hier, aber... Aber offensichtlich kriegt man die nicht so leicht tot, wie ich dachte. Jess! Wir schleichen hier einfach. So schnell müssen wir ja nicht sein. Das ist ja vollkommen egal. Hauptsache, wir kommen sicher an. Ah, sie liegt aber gar nicht da, ne? Oh, das könnte doch was anderes sein als damals. Oh, Alter. Nein! Oh Gott! Jessica! Oh Jessica! Nein, Jessica! Das sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Sowas. Ja, ich glaube, wir haben unser erstes Todesopfer gefunden. Das ging ja. Jessica! War schneller als gedacht. Was zur Hölle? Oh nein. Was ist jetzt los? Ach so, der geht von alleine. Ich muss den gar nicht steuern, der schafft es auch so. Oh, das muss wehtun, Alter. Da tut's mir so als Wehchen weh. Au. Ach, ich meine, super. Schmerz der anderen macht mir Spaß. Auf jeden Fall sicher. Es ist ja nichts irgendwie unten hinter uns her, ne? Wir können langsam sein. Ach, hier muss ich dann drücken, sonst kriegt das nicht hin. Ach, nochmal sicher. Was macht der für Geräusche? Ah! Also das ist ja... Unglaublich ist das. Also diese Geräusche sind echt schön. Jetzt komm schon. Komm schon. Komm zu Papa. Hey, ich hab doch Klettern angeklickt, Mensch. Sag mir doch nicht, was ich zu tun habe. Ich weiß das doch selbst. Nee, wahrscheinlich nicht. So, jetzt... Wenn ich jetzt mich verdrücke, ich hoffe, der landet nicht ganz unten. Andererseits könnte er ja durch den Sturz sterben. Und schon wieder dieses wunderschöne Aua. Wie mich das freut. Sigmund freut. Das auch. Shit, ist er das? Wer? Um wen geht's? Hab ich was verpasst? Auf jeden Fall ist da jemand. Gott, verdammt! Ja, du kannst einfach super mit Waffen umgehen, weißt du? Verklemmter Haufen Schrott. Oh nein, die Tür geht zu. Wir sollten sprinten. Oh, fuck, nein, nein, nein. Shit! Hey, letztens wurde mir die Chance gelassen, dass ich das da rein darf. Ich weiß gar nicht, was ich genau anders gemacht habe, dass er das jetzt nicht kriegt. Okay. Diese Chance. Aber der kommt auch so raus, ne? Das ist wie eine Kakerlake. Der krabbelt überall weg. Und ich habe Angst vor Kakerlaken. So. Oh, Feuer. Okay. Ganz ruhig. Nicht so schnell, Cowboy. Cowboy. Ja, ja, Kuh, Junge, ne? Das, passt super zu dir. Du hattest ja bis vor kurzem noch eine Kuh, die du gerade aber geschlachtet hast. Beziehungsweise nicht du, aber du hast sie dem Schlachter überlassen, was eine tolle Metapher ist dafür, was wir gerade getan haben. Das war's. Oh. Gott. Komm schon, komm schon! Ist aber cool, dass man hier mal sowas mitbekommt, was man sonst nicht so mitbekommen hätte. Deswegen mache ich den zweiten Run ja auch. Und bitte nicht ernst nehmen, was ich hier sage, ne? Es ist nicht so gemeint, alles.
Doch, eigentlich schon. Schon wieder. Der hätte gern zu was anderem gestöhnt, glaube ich. Scheiße. Was ist das für eine Bude? Tja, das ist die Frage, ne? Oh, was zum... Oh. Oh. Oh nein. Wir spielen Chris. Matt und Emily sind wahrscheinlich schon längst tot, weil von denen hört man ja nichts mehr. Chris in der Washington Lodge. 0.41 Uhr ist es mittlerweile. Das ist ja wunderbar. Ash! Geisterstimme haben wir schon überwunden. Das, schön. Was ist das hier? Oh, Blut. Nicht gut. Und ein altes Kissen. Ein blutiges, altes Kissen. Okay. Draußen gewittert. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich liebe Gewitter eigentlich. Aber beim Let's Playen ist es, glaube ich, ein bisschen unpraktisch. Aber was soll's. Mögt ihr Gewitter auch? Ich finde Gewitter super. Ach, hier geht's gar nicht raus. Mein Hund knaubelt gerade am Knochen hinter mir. Ich hoffe, das hört man auch nicht. Es ist so... Störungen überall. So, gehen wir hier rein. Was zum Teufel? Oh, eine Krähe. Die gab's damals auch nicht. Oh, shit, nein. Oh. Chris entdeckt das weibliche Geschlecht. Oh shit, nein. Oh. Alles klar. Ash. Ja. Chris, Mensch. Na komm, gehst du weiter oder bleibst du hier noch mal beide stehen? Ich weiß es ja nicht, was der Junge für Fantasien hat, aber. Es ist schon merkwürdig manchmal. So, haben wir eigentlich ein neues Status-Update? Ist da jetzt irgendwie was bei den Schmetterlingseffekten, was... Irgendwie... Rettungsaktion, oder? Gibt's was Neues? Mike ist gestolpert, als er Jessica gefolgt ist. Mike kam zu spät, Jessica war tot. Ach so, es ist schon beschlossen, dass Jessica tot ist. Alles klar, wir haben einen Toten hier schon. Das ist super. Es läuft alles wie nach Plan. Also wirklich, ist keine Ironie oder so. Falls man das jetzt gedacht hätte. So, der Lichtstrahl kann mal woanders hingleiten als auf den Boden. Ashley? Ich meine, Boden ist schön. Da, Ashley? Ist jemand da, Ashley? Ich rufe seit 10 Minuten Ashley, aber niemand antwortet. Ist jemand da? Hallo, Krähen. Ist echt schön, dass sie das hier eingebaut haben, dass je nachdem, was man sagt, hier irgendwie was kommt. Finde ich voll cool gemacht. Oh. Was zum Henker? Das war damals auch kein Clown, ne? Wer tut sowas? Ja, gute Frage. Das war damals kein Clown. Das finde ich cool. Das finde ich durchaus cool. Wir gehen aber lieber den anderen Weg, sonst pisst sich Chris auch noch in die Hosen und das können wir echt nicht gebrauchen. Ach ja. Er macht die Zähne immer so schön, ne? Es ist so... Huh. Ja. Ash! Ash, ich hab dich jetzt zum 15. Mal gerufen. Kommst du mal her? Ich hab Hunger. Ich hätte gern Spaghetti. Oh, Spaghetti würde ich jetzt auch. Oh, ich mach mir gleich Spaghetti. Ich bin schon im Marke, ne? Until Dawn spielen, danach Spaghetti machen. Ash! Das ist so Ash. Mein Kreislauf des Lebens. Mach ich jeden Tag. Ash! Ja, wie oft willst du eigentlich noch diesen Namen rufen, Chris? Ich weiß es ja nicht, was sich hier so ausmacht, aber das ist ja... Langsam wird es ein bisschen viel. Ja, wir wissen, dass sie Ashley heißt. Du musst nicht erst Ash und dann Ashley rufen. Das wissen wir. Du kannst auch bei Ash bleiben. Das ist viel weniger Arbeit. Ach, Chris. Ash. Ash. Das klingt irgendwie nach einer Zeit scheiße. Da ist eine Windhose. Oh, ist das schön. Was ist das für ein Grunzen? Man weiß es nicht. Oh, hängen da tote Ratten? Nee, ist schon was anderes. Hey! Gott verdammt!
Ja, da ist nur was runtergefallen, Mensch. Jetzt sei doch mal ruhig hier. Ash, ich bin hier. Wo bist du? Oh, ich weiß es nicht. Bist du okay? Oh. Wow. Chris, bist du da? No? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ash. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Ich erinnere mich so an Zoa. Das kannst du nicht tun! Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh, nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, scheiße, nein! Ich habe zwei Fragen. Okay. Alles ist bald okay. Drei sogar. Oh, Alter, Kumpel. Oh mein Gott, denk lieber nach. Einen Moment. Du lässt mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht denken. Ja. Zwei Fragen. Drei. Erstens, diese Stimme. Warum hat man die so offensichtlich gemacht? Ich meine, das ist doch mehr als offensichtlich. Vor allem, wenn man es weiß. Aber ich fand es damals schon ziemlich offensichtlich. Das ist so offensichtlich. Zweite Frage. Wieso kann Josh die Arme bewegen? Für alle, die Archie Dorn kennen, wissen, was ich meine. Warum kann er die bewegen? Wieso? Wie soll das gehen? Und dritte Frage. Warum zieht Ashley die Beine nicht an, wenn die Säge kommen würde? Ich meine, die sind ja nicht festgekettet. Warum hat der Killer die Beine nicht festgekettet? Das ist doch dumm. Aber wir werden auf jeden Fall Josh retten, weil Ashley die gibt zum Arsch vorbei. Gott, Ash! Tut mir leid. Chris, bitte! Oh Gott! Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das will ich mir nur einkriegen! Bitte, sag mir... Oh. Nein, Chris! Nein, das ist verkehrt, das meinte ich nicht. Josh, es tut mir so leid. Ich hab das wirklich nicht gewollt. Mann, ich dachte, wir sind Freunde. Warum tust du das? Das ist ich wollte Josh retten. Nein! Aufhören, das kannst du nicht tun. Was hab ich dir getan? Wir kommen bei Sohn. Oh, da war Regenwürmer. Nein, nicht hinsehen. Warum denn nicht, Chris? Bitte sag mir, es geht nicht gut. Bitte. Ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Kannst du eventuell auch komm, los, wir holen dich da runter. Warum macht er das wir nicht? Müssen raus. Vielleicht versteckt sich ja der Killer dort. Psst, wir müssen weg, okay? Warum hat er die Beine nicht angezogen? Das ist so dumm. Also, warum er das nicht gemacht hat, ist mir klar, aber... Naja. Da sind Matt und Emily. Chris. Die sind noch Zombies, die sind am Leben aber schon tot. Aber irgendwie hört man von ihr nichts mehr. Bis jetzt. Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Ein Psychopath. Ein Psychopath? Oh mein Gott, wir Psychopath? Müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath. Er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Und was sollte ich denn was tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich, Chris, ich hab ihn getötet. Es war mein Mörder. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesägt. Hey, wir werden die Sache klären. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Und der Donner setzt im genau richtigen Moment ein. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Gut. Du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Mhm. Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Warum teilt ihr sich auf? Jeder in eine Richtung. Bester Plan ever. Oh, es gab ein Status-Update.
Alles klar. Da sind wir wieder. Ja, hallo. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Bisschen. Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Auf jeden Fall, wir haben schon ein Opfer und deswegen würde ich sagen, alles läuft super gut. Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Den Tod? Auf jeden Fall. Ich werde die anderen auch noch... Auf jeden Fall. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wer das ist. Tatsächlich. Ich will dir doch helfen. Ja. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Doch, wenn alle und sterben, finde ich das super. Was viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Ich bin super ehrlich. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich will die umbringen und das mache ich auch. Ich bin wundervoll. Wie er runzt. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ja, ich will, dass alle blutig sterben. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Auf jeden Fall. Das Büro oder so sagt überhaupt nichts dagegen. Du bist super echt. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich denke schon. Ich habe gerade ein Mädchen umgebracht. Das ist schon ziemlich real. Ist doch sauer, ne? Oh, die Krähe. Ich muss dazu mal ganz ehrlich fragen, gibt es jemanden, der Krähen wirklich gruselig findet? Ich meine, warum kreuzt man sowas anders? Das ist nicht ganz verständlich für mich. Nicht wirklich. Ich meine, ich finde die süß. Jetzt in real vielleicht nicht so wie im Spiel, aber ich habe im Spiel jetzt nichts gegen die. Ich habe auch nichts gegen Spinnen oder sowas. Also real nicht und im Spiel schon gar nicht. Ich mag Spinnen sogar. Zumindest Vogelspinnen, die sind cool. Ich hatte mal eine auf dem Arm, die mich angepisst hat. Das hat danach irgendwie gejuckt und gebrannt. Gleichzeitig, aber die Spinne war cool. Ja, was ich nicht ganz so mag, was mag ich denn eigentlich nicht? Ich hasse Nacktschnecken. Ich habe als kleines Kind immer vor Nacktschnecken sowas von geschrien und sowas, aber die gab es hier ja nicht. Von daher konnte ich mich hier für Nacktschnecken gar nicht entscheiden. Schade. Das wäre wirklich mal was, was mich gegruselt hätte. Egal, das war es jetzt erstmal mit Until Dead für diese Folge. Die war etwas kürzer, aber ich habe mir jetzt so gedacht, ich mache pro Kapitel ein Part. Wisst ihr? Also ein Kapitel, ein Part. Finde ich jetzt irgendwie als beste Regelung und deswegen ist der jetzt so 20 Minuten lang. Und ich hoffe, das stört euch nicht. Ich meine, ja, habt ihr heute mal ein bisschen was weniger. Dafür kommt dann halt morgen wieder was und ja... Da sind wir hier bei 10 Parts. Viel länger will ich das Let's Play auch gar nicht in die Länge ziehen, weil einfach, das ist nicht notwendig, wisst ihr? Also das ist halt so, wir wollen hier schnellmöglich durchkommen, alle umbringen und das war's dann, ne? Und einen dritten Run werde ich auf jeden Fall nicht starten, weil dreimal Until Dawn auf meinem Kanal ist dann schon ein bisschen zu viel, oder? Ich weiß nicht. Klar, ihr sagt dann, ja, noch ein dritter Run wäre cool, aber ich habe noch so viele Projekte. Ich habe mir heute Walking Dead Season 2 geholt. Das kommt dann auf jeden Fall nach Until Dead. Und dann gibt es da noch Heavy Rain und Beyond Two Souls, was ich mir bald holen werde, was ich auch noch gerne spielen möchte. Und Until Dawn so oft braucht man nicht, ne? Daher würde ich sagen, dass wir das nach diesem Run auch abschließen. Und dass wir dabei auch dann bleiben, ne? Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben, ob ihr unbedingt noch einen dritten Run wollt, aber ich für meine Person halte es nicht als notwendig. Muss ich dazu ehrlich sagen. Ja, das war's dann mit Until Dead für heute und wir sehen uns in der nächsten Folge von Until Dead dann wieder. Dann macht es gut, bis dahin und ja, tschüss.